Ein Scania als Wohnmobil, ein R370 XT mit Trierer Kennzeichen. Ja, Rheinland-Pfalz, hier ist die Anke. Grüß dich, Anke. Hallo. Ja, ist ein geiles Teil. Komm, wir gucken es uns mal von der Seite an. Du bist der? Ich bin der Christian aus Tirol. Ja, du bist der Christian aus Tirol. Ich bin der Kopf dazu, zu diesen Fahrzeugen. Wir entwickeln das, produzieren es in einer richtigen Manufaktur. So, das Ganze ist extrem außergewöhnlich. Du hast mir erzählt, die Anke, die kann das super gut für dich machen. Sie ist nämlich Eignerin, genau. Und wird uns das Ganze jetzt mal ein bisschen erklären. Das Konzept bei euch ist absolute außergewöhnliche Qualität mit vielen natürlichen Materialien. So ist es, ja, genau. Also Außenoberfläche in Schwarz, arabische Frauen waren unser Vorbild, damit sie die Verdunstungskälte des Körpers ganz anders abtransportieren können, damit das Fahrzeug innen drin klimatisiert wird, nur mit der Sonne, bis hin zur Isolierung aus Jutefilz. Ja, eigentlich alles Naturmaterialien von außen nach innen, wieder mit Zirnholz, 100% antibakteriell, bis hin zum Lederboden, Lodenstoffe, Leinenvorhänge. Ja, bis ins letzte Detail mit richtigen Naturmaterialien. So, wir gehen mal ganz kurz drumherum, dass wir das mal zeigen. Das ist natürlich ein Fahrzeug, damit kannst du ans Nordkap fahren, oder? Ja, ein Fahrzeug ist jetzt kurz vom Nordkap retour gekommen. Man kann es auf unserer Homepage anschauen. Also da glaubt man wirklich, fährt der Blitz in das Fahrzeug rein. Dabei sind es die Notlichter. Das Fahrzeug ist auch für Noten gebaut. Das heißt, es hat doppelte Seitenscheiben, hat eine Notikausrüstung im Fahrerhaus, hat Wasserstandheizung. Also das ist alles schon von Scania aus original ab Werk so bestellt worden. Und Scania geht auf das Ganze ein und bemühen sich da wahnsinnig, dass man so Fahrzeuge auch für Wohnmobile verwenden kann. Ist ja so, es gibt ganz, ganz starke Anforderungen. Also viele Fahrer in Kältegebieten, minus 40 Grad, machen den Motor gar nicht mehr aus. Darf man hier ausmachen? Man darf ihn hier ausmachen, ja. Okay, das heißt, es gibt eine spezielle Voraussetzung. Der Diesel muss auch mitspielen so ein bisschen? Exakt, der Diesel muss mitspielen und also wir haben, wie gesagt, Nordic-Ausrüstung halt eben mit. Es ist einfach, ich bin schockverliebt gewesen. Ich habe Scania gesehen, bin ins Fahrerhaus rein, habe gesagt, ich mache den LKW-Führerschein. Ich mag gern Scania fahren. Genau, wenn man gerade so nett hat, komm mal gerade mit nach hinten, dass wir mal das ganze Fahrzeug mal drauf kriegen. So, das, was hier schwarz ist, ist keine Folie, die irgendwie das Licht schluckt. Die schwarze ist ja voll im Trend, sondern das ist ein Stoff, normalerweise für Cabrio-Verdecke aus der Edelindustrie. Genau, von Porsche eigentlich, vom Material her, Cabrio-Verdeckstoff. Wir sagen immer Streichelzoo dazu. Ich glaube, heute waren es 500 Hände, die immer wieder hier vorbeigestreichelt sind. Es fühlt sich einfach weich an. Es ist matt, es hat eine angenehme Haptik und er verschwindet. Wir haben freigestanden, 10 Meter uns vom Auto entfernt und er war nicht mehr zu sehen gewesen. Es schluckt das Licht, es reflektiert das Licht nicht, das ist was ganz Besonderes. Exakt. Und dadurch wird nichts reflektiert, es ist nichts da und das ist sehr praktisch. Oder? Insbesondere, wenn man mit so einem Fahrzeug eigentlich auch außerhalb der normalen Straßen mal unterwegs sein möchte und das ist unser Ziel. LKW-Führerschein, du hast gemacht in 2 Wochen? Dank Corona nicht ganz, allerdings, Theorie war das längere Übel, bis halt eben die Theoriestunden dank Corona stattfinden durften und die Fahrpraxis waren 3 Wochen rum. Und du hast ein CE? Ich habe nur C. Du hast nur C, aber das geht ja immer noch. Aber man muss ja sagen, du kannst 750 Kilo, kannst du ja noch ziehen hinten dran. Und Wann fährt man denn schon mal sowas? Exakt. Hast du gedacht, komm, dann doch nicht in den Sattelzug, oder? Genau, und also ich fahre ja zusammen mit Mike und unserem Hund und wir waren der Meinung, dass wir das gemeinsam gemeistert kriegen und keine zusätzlichen Anhänger für getrennte Betten oder sowas bräuchten. Darf ich mal fragen, du fährst alleine mit deinem Hund? Mit Hund und mit Mann. Okay, das wollte ich nur fragen. Also das heißt, du fährst nicht zum Nordkap alleine mit Hund? Nein, würde ich aber trotzdem. Ich habe einen großen Hund. So, und dein Mann hat auch einen LKW-Führerschein? Wir haben beide einen LKW-Führerschein. Für uns war es wichtig, wenn einer von uns beiden halt mal krank ist, man sich gegenseitig einweist. Es ist einfach besser, wenn man ein gemeinsames Verständnis für das Fahrzeug hat und auch beides fahren können. Cool. Aber so. Fährt sich wie ein Auto, also Weltklasse. So, das hier ist Alu oder Edelstahl? Ist das Aluminium. Der Rahmen ist auch aus Aluminium gemacht. Der Rahmen ist aus Aluminium? Ja, genau. Spezielles, sind spezielle Profile. Ihr habt den Rahmen aus... Ah, ich sehe, das sind die Bosch-Profile. So ähnlich. Es sind andere Profile. Für uns ist es so, wir müssen in der Schweiz bei der MFK, müssen wir die Durchbiegung, Torsion und das Bruchverhalten alles nachweisen. Und unser Fahrerhauslagerung oder die Boxenlagerung funktioniert bei uns ganz gleich wie bei jedem anderen Fahrzeug, die Fahrerhauslagerung. Okay. Sämtliche, was da ausstellen, mag zwar funktionieren, aber
sie arbeiten tausende von Stunden drauf, aber keiner hat sich nochmal von Fahrzeughersteller die Fahrerkabine angeschaut, wie die gelagert wurde. Und das haben wir einfach nur eins zu eins für hinten nachgebaut. Okay, das Ding ist also schwimmend gelagert auf diesen Gummis. Genau, und das Wichtigste ist bei dem Fahrzeug, ist dieses Teil. Warte, ich zeig's mal gerade, ja. Das ist der Stoßdämpfer. Warte, ganz kurz, jetzt habe ich's. Das ist der Stoßdämpfer. Ja. Das ist das Teil. Weil wenn einmal das Ding aufschaukelt, dann braucht ihr irgendeine Dämpfungsfunktion, ja, und nicht eine doppelte Federlagerung. Ja. Die sagen, sie haben eine Federlagerung, der Rahmen ist ja auch aus Federstahl. Ja. Also jetzt habe ich schon zwei Federn, aber irgendetwas muss einmal die ganze Federung aufnehmen. Das ist wie beim Mountainbike, Dämpfung und Federung. Weil wenn einmal der Dämpfer kaputt wäre, dann macht das ganze Ding einen Abgang. Du weißt, warum ich jetzt filmen will? Du musst dieses Auto in diesem Licht zeigen, denn tagsüber, wenn das Licht rüberkommt und jetzt geht die Sonne gerade unter hier, unter dem Horizont, und das ist eigentlich so der schönste Tag, wenn ihr damit natürlich rausfahrt, steht frei, das ist ja schon ein ziemlicher Haufen, muss ich sagen, dann gibt es immer die und die. Aber das Auto verleitet doch gerade dazu, dass die Leute keinen Neid verspüren, sondern ein kleines bisschen, ich sag mal, für die Technik sich begeistern und sagen, das ist ja Hightech, oder? So ist absolut, es, ja. Absolut, ja. 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 Also egal, wo wir stehen, wir haben immer sofort Freunde und Gespräche. So, da vorne siehst du mal ein Fenster, es sieht aus wie eine Mikrowelle. Es ist echt der Hammer, wie die integriert ist. Guck mal, da ist ein Rahmen drumherum. 100% ja. Flächenbündig, ja. Und die Fenster gehen alle auf. Aber das ist noch ein... Die gehen auf. Genau, das ist noch ein relativ kleines Fenster. Wir können sie um vieles größer noch bauen. So, das ist echt Glas. Man kann da einbrechen so leicht? Geht nicht so leicht. Okay, also braucht man dann spezielle Werkzeuge dazu. Reflex. Hat aber nicht jeder mit. Ich zeig's mal gerade hier vorne, das ist natürlich richtig toll. Ihr habt kein Auto dabei, sondern ein Motorrad? Genau, Motorrad oder Fahrräder, je nachdem, wo es gerade hingeht und was die Bedürfnisse sind. Ja. So, das Teil braucht man nicht überall, aber man kann es wieder reinklappen. Hochklappen, okay. Genau, es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man dem Genüge tragen. Der ganze Motorradlift hinten ist hydraulisch abnehmbar. Ja, das Coole ist, ihr habt es hinbekommen auf 7,5 Tonnen, das Leergewicht hier 5,8 Tonnen. Schneid's raus. Das war ein Scherz. Ja, ja. Wegen der Schweiz? Nee. Nein, ich habe auch kein Problem mit Mercedes Artego auf 7,5 Tonnen zu bauen. Das war ein Scherz. Mercedes hat für uns jetzt ein Fahrgestell entwickelt, beziehungsweise den Mercedes Artego für 794 ab Werk mit Werkspapiere. Und das ist der nächste Reiz für uns, ein Fahrzeug der Klasse Mercedes Artego auf 7,5 Tonnen zu bauen. Das Reiz. Ich sag mal, in bestimmten Ländern darfst du ja nicht mehr einreisen über 7,5 Tonnen, wenn du alt bist, in der China zum Beispiel. Genau, und jetzt haben wir ein neues System. Wir haben da bei uns in Tirol eine Firma Achleitner. Die Firma Achleitner produziert für uns zukünftig einen Sattel dazu, wo die Sattelkupplung hydraulisch zum Verschieben geht. Das heißt, jetzt kann ein Deutscher mit einem alten Dreierführerschein kann jetzt hergehen und sich die Sattelkupplung hydraulisch verschieben, und durch das, dass er einen zusammenschiebt, macht er sich einen Dreiachser draus. Das heißt, er hat da 7,5 Tonnen, da 7,5 Tonnen, fährt es zusammen, im Fahrbetrieb ist es ein normaler Dreiachser. Okay, das heißt, er hat diesen alten Dreier? Nee, das ist ein CE mit Kennziffer. Keine Ahnung. 78 oder irgendwas. Ja, dann darfst du 18 Tonnen ziehen. Ja, und, nein, 15 Tonnen? Nee, 18. In Deutschland 18. Okay. Ah, okay. Mit dem alten Dreierführerschein. Ja, mit dem alten Dreier. Das hat meine Frau, hat das eingetragen. Und ich guck so, du hast ein CE und ein CE. Und da stand aber eine Kennziffer dabei, irgend so ein Kennziffer, das ist der alte Dreier. Wenn du über 50 bist und hast es nicht umtragen lassen, dann darfst du nur den C1E fahren. 12 exakt. Tonnen. Exakt. Du kennst dich aus. Ja, genau. Also habe ich gerade erst Theorie gelernt. Bist du cool? Ja, ich bin gerade an einem C. Es war schon ein Haufen Arbeit, oder? Theorie ist es einiges, weil man vor allen Dingen ja auch vom Führerschein, ist ja bei uns beiden, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Ja. Da kann man durchaus noch mal etwas Auffrischung vertragen. Danke, ich bin erst 29. Ja, ich ja auch. Das war gut. Genau, aber es macht Spaß. Also viele sagen ja halt so, oh Gott, du als Frau, LKW-Führerschein. Ich lieb's. Ich liebe LKW-Fahren. Also. Ich zeig mal gerade ein schönes Detail. Hier ist ein Stangenmotor drin. Das, die Abdeckung des Reserverades ist der Wahnsinn. Ja. Das sind die Besitzer des Fahrzeuges. Es ist Röder, Röder und Räse. Ja. Genau, exakt. Ja. Anke und Mike. So, ich nehme an, du hast wenig Zeit zum Reisen, weil du ja selbstständig bist und immer arbeiten musst. Ich kombiniere es einfach. Ich reise tatsächlich mit Truck zusammen. Wir fahren mit Truck auch zum Kunden raus, parken halt eben auf dem Firmengelände. Firmenfahrzeug. So. Nicht ganz, aber ja, also entweder wir sind in der Natur unterwegs und arbeiten da raus. Dank Corona ist ja vieles dort wieder möglich. Homeoffice. Genau, Homeoffice in der eigenen Zirbenbox. Und ja, viele Kunden wollen aber fragen, könnt ihr nicht vielleicht mal mit dem Truck bei uns auch vorbeikommen, und sehen es auch als Event an.
Ich finde es so cool. Das Ding, ich hab euch ja gesagt, ich habe sowieso so viel noch nie gesehen. Aber was ich noch nie gesehen habe, lieber... Vorname? Christian. Christian. Ich habe schon gar nicht gefragt nach deinem Namen. Aber du hast ihn gesagt. Der Christian aus Tirol. Der Christian aus Tirol, hast du gesagt, ja. Hat nichts mit Ötzi zu tun aus Tirol. Ich bin der Christian aus Tirol. Ich bin ein bisschen anders. Du bist viel cooler wie er. Weiß ich nicht. Die Schweizer sagen, das ist cool, auf jeden Fall habe ich mehr Haar wie er. Aber guck dir mal, das habt ihr alle bei allen Autos, die Terrasse. Ja, haben wir bei allen. Wenn so eine Terrasse haben, immer mit abklappbaren Stiege bis zu 1,20 Meter raus von stützenfrei. Und wenn man sie ganz ausfährt, dann muss man die Stützen drunter stellen. Also nochmal, 1,20 Meter geht ohne Stütze? Ohne Stütze und ab 1,20 Meter mit Stützen. So, das ist also... Das Ganze fährt hydraulisch aus. Krass. Jetzt gehen wir mal rauf. Warte mal kurz, ich zeige mal gerade so Details hier drunter, wenn ich darf, dass man mal sieht, wie das hier verarbeitet ist. Denn das Holz drunter, richtig? Ja, Lärchenholz. Das hebt uns aus. Die Terrasse fährt jetzt hydraulisch aus. Die Stauboxen werden alles von uns hergestellt, aus Aluminium geschweißt, sind isoliert, teilweise natürlich beheizt, wenn sich ein Abwassertank drinnen befindet. Mit Stromgenerator ist das Fahrzeug, hat einen Wisperpower Stromgenerator verbaut. Im ganzen Inneren ist alles von Mastervolt. Mastervolt ist für uns ein Wahnsinns-Servicepartner. Wenn Probleme auftreten, gibt es da eine tolle Unterstützung dazu immer. Das gibt es weltweit, das ist der Vorteil. Ja. Also, ist nicht ganz billig, aber... Ja, aber es funktioniert und für mich ist ganz wichtig, dass das Kunden verstehen, was da drinnen abgeht. In der Elektrik. Das ist richtig. Also man kann ja viele Dinge dort. Ich hatte mal Mastervolt, ich krieg's vielleicht auch wieder, muss ich sagen. Ich war ganz traurig. Hatte danach, was habe ich denn jetzt? Irgendwas anderes. Und, was Blaues oder was? Nee, ich glaube, es ist. Nee, ich überlege gerade, was habe ich denn drin? Ich komme nicht drauf, aber ich sag's doch gleich. Also der Wechselrichter ist aus Deutschland, hat 3 kW und ist mit so einem Drehregler, Büttner. So. Büttner, ja, okay. Funktioniert auch, muss ich sagen. Ja, also ich habe da mal Berechtigung. Ich habe mal in den 3 kW mal 5,6 dran gemacht, mal für 2 Minuten ging. Ist zwar die Spannung auf 204 Volt runter, aber... Das hat alles seine Berechtigung. So, wir gehen mal hoch. Aber Mastervolt, der Vorteil, ihr habt das Bussystem auch integriert von Mastervolt? Ja, genau. Das ist also auch so ein Thema, du kannst alle Lampen schalten, alle Szenarien über Mastervolt. Viele machen das nicht, weil sie es nicht können. Jetzt gehen wir rein, auch wenn Kunden drinnen sitzen, ist egal. Ja. Ich frage mal kurz, ob wir filmen dürfen. Ist es okay, wenn wir kurz reinkommen? Bitte, die wollen immer schön sein. So, ich zeig mal. Das geht, wenn das Fernsehen kommt. Bitte mal ganz kurz die Tür. Wir müssen die Tür zeigen. Ist die massiv? Ja, innen natürlich ist sie wieder isoliert, aber das ist aus Lärchenholz. Alles gerundet. Die Dichtungen, alles gerundet. Dann die Scharnier, alles innenliegend. Die Verriegelung der Tür, Treibriegel, ist nochmal da. Okay, du kommst hier nicht rein. Weil vielleicht, nein, da geht nichts. Das verriegelt sich selber. Dann dort sind die Fenster von außen. Nee. Du kannst sie öffnen. Du kannst sie öffnen. Es sieht aus dem Fernseher von außen. Ja. Da sind die Dichtungen. Zum Beispiel sind normale Türdichtungen von Fahrzeugen. Sind okay. Eingeklebte Scheiben. Ganz das ist Fahrzeugtechnik hier. So ist es, ja. Okay. Das könnte ein Kühltransporter sein. Letzte Fahrt. Naja, Kühltransporter macht es eher mit Kältebrücken. Das ist kältebrückenfrei. Guck mal hier vorne, die Markise. Das ist keine normale Markise, sondern die ist leicht durchlässig. Das hat einen riesen Vorteil. Du wirkst nicht so dunkel, oder? Zum einen das. Zum anderen, du kannst ja dabei ohne Probleme raus und runter fahren. Wenn man die Terrasse auf hat, kann man sie komplett bis zur Terrasse runterfahren. Die ist immer fest, oder? Ja, die ist immer fest. Ich muss nichts fummeln. Na, da geht es wegen der Sonne. Da geht es wegen der Sonne, damit die Sonne, die kommt ja nicht von oben, sondern auch von tiefer. Ja, damit deswegen schwenkt die, genau, und deswegen schwenkt die nach unten. So, Vorsicht, da steht noch ein Auto. Ja. So. Kannst du da halt eben entspannt draußen sitzen, musst nicht hektisch einräumen, machst einfach die Markise raus, genießt halt den romantischen Regen. Sag mal, ich muss mal blöd fragen, ihr steht jetzt hier zusammen, das sind alles Kundenfahrzeuge, ihr kennt euch untereinander? Wir kennen uns jetzt alle untereinander, in Teilen hat man sich schon mal begegnet, das ist Mike, das ist der zweite Teil von Röder und Räse. Echt? Ja, ja. Du bist der Mann von ihr? Ja, ja, genau. Boah, du hast eine Frau, ey. Das ist... Sag weiter. Ja. Nee, nix. Ich sag nur, also ich will sie nicht haben, aber du hast sie dir ausgewählt. Hast aber Glück gehabt, dass sie nicht haben will. Nee, war Spaß. Nein, sie ist schon unglaublich resolut. Sie weiß genau, was sie will, oder? Ja. Deshalb haben wir auch das alles hier. Sie wollte das haben, LKW-Führerschein mit allem drunter. Die Frage, die ich mir stelle, wie man zu einer Entscheidung kommt, weil es gibt ja so viele Hersteller, oder war das von vornherein gesetzt hier? Das war, als wir es gesehen und kennengelernt haben, war es gesetzt. Da gab es keinen... Und wo? Ihr habt das gesehen das erste Mal? Sie hat mit dem jungen Mann da telefoniert, Christian. Mit dem da? Ja, halbe Stunde telefoniert.
Dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, wir müssen nach Innsbruck oder nach Kolsås. Echt? Ich sag, ja, was soll man denn da? Ja. Du wirst sehen. So, und dann waren wir zum Termin. Ja. Ich glaube, die Kollegen, also nicht nur Christian, sondern alle haben uns 12 Stunden da durchgeführt und alles erklärt, vorne und hinten. Und dann ging es in den Raum rein, der wurde abgeschlossen und dann kam der Spruch. Dann hat er uns geprügelt, dass wir genau, ihr dürft erst wieder raus, wenn ihr unterschrieben habt. Genau, so ähnlich. So war das, oder? Ja, genau. Wir haben Referenzen hergeben können. Im Ernst. Ja. Wir haben 2, 3 Kollegen angerufen. Genau, uns ausgetauscht, Videokonferenz, E-Mails geschrieben, telefoniert, gefragt, wie habt ihr es mit der Versicherung, wie zufrieden, was habt ihr alles gemacht, also einfach wirklich, es ist immer, sag ich, nach Kolsås fahren ist nach Hause fahren, zur Familie kommen. Ist cool, ich habe ja eben schon mal reingucken können, das Ganze sieht sehr aus wie so ein bisschen wie eine Skihütte, sage ich jetzt mal, das ist zeitlos, das ist so, wenn du fährst auf einer Alm oder sowas, genau. Das musst du mögen oder nicht, aber es ist halt mal so, ich mag's, ist voll mein Style, ja, oder? Absolut, also ich finde halt gerade so das Spiel, unten der Lederboden, oben Lederboden, Zirbe zwischendrin, man hat das Spiel, es ist einfach alles naturverbunden, nachhaltig, es ist ein wahnsinnig schönes Ambiente innen drin. Und ich finde, es ist halt nicht nur zeitlos, sondern zu Hause, sagt man immer. Raumklima ist furchtbar wichtig. Und dann setzt man sich halt eben in Plastik rein. Und wir haben jetzt gestern Abend hier mit Kunden zusammengesessen, mit 8 Leuten gegessen, getrunken, Corona-konform, regelmäßig gelüftet und es ist Wahnsinn, was man einfach dann für einen Raumcleaner da drin hat. Also erster Eindruck, es fühlt sich an wie in einer Sauna vom Feeling her, oder? Also jetzt nicht von der Hitze, sondern absolut. Es riecht wie in einer Sauna. Genau, es ist der Zirbenholz, wahnsinnig angenehmer Holzduft, der auch einfach nicht verschwindet. Ne? Also man ist halt tatsächlich ewig auf Zirbe verhaftet. Es ist komplett unbehandelt. Es gibt ja keine Zirbenallergie, oder? Ja, es gibt keine Zirbenallergie. Nicht, dass einer reinkommt. Ich glaube, Stechmücken, die mögen die Zirbe mögen nicht. Achso, die mögen die nicht? Die mögen die tatsächlich nicht. Also, das heißt, ihr habt noch nie eine gesehen hier drin? Wir haben eine Hausfliege, eine eigene, die heißt Frieda. Guck mal, da oben ist nämlich ein Maikäfer, sehe ich gerade. Ja, weißt du? Ja. So, der mag es. Der mag es. Aber ja, also tatsächlich Stechmücken, Bremsen, all diese nervigen Viecher. Hatten wir bisher tatsächlich auch noch nicht drin. Also ich zeig das mal. Das ist deine Küche. Stell dich mal bitte kurz davor, vielleicht so einen Viertelmeter weg, dass wir es mal zeigen. Sehr gerne. Es fühlt sich auch warm an, wenn kalt ist. Das ist das Coole. Das heißt, du kommst rein, machst die Heizung an, dann wird es immer wärmer. Genau. Das Holz allein wirkt schon warm. Ja. Du hast einen Backofen drin? Genau, ich habe nicht nur einen Backofen, sondern ich habe einen Dampfgarer drin. Natürlich. Mit allem ausgestattet, was man auch zu Hause gerne hätte. Super zufrieden. Ich seh da was. Es kommt noch viel cooler, Jungs. Ich hab gerade hingeschaut. Ich darf es noch nicht zeigen. Dampfgarer hat den Vorteil, ihr könnt zum Beispiel Gemüse dünsten. Ihr könnt Fisch dünsten. Ihr könnt Sachen sehr, sehr vitaminreich zubereiten. Exakt. Also wer einmal, glaube ich, aus dem Dampfgarer gegessen hat, möchte es auch nicht mehr vermissen. Es ist ein super angenehmes, intensives Geschmackserlebnis. Und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man echt nicht drauf verzichten. So, und das sind die Spielfelder für die PlayStation, die ihr eingebaut habt, damit genau, ihr interaktiv... Genau, also das sind Kopfhörer, ne, rechts und links, ne, für die Mickey-Maus-Öhrchen. Nein, das sind unsere Induktionskochplatten. Quatsch. Absolut, wir sind tatsächlich gasfrei, das war uns wichtig. Ja, aber guck dir die mal an. Klackt die einfach ab, stellt die hier hin. Man kann x-beliebige Größen von Töpfen, war nicht das Thema, dass halt irgendwelche 2 feststehenden Platten und man muss irgendwie rangieren, sondern ich kann tatsächlich sagen, ich stelle es hier hin, die andere stelle ich hier hin. Ich kann aber genauso gut hier auch die Station mit abmachen, kann die mit da rausnehmen, in die Steckdose rein und draußen halt eben auch kochen. Sag mal, ich habe hier auch so eine Oberfläche bei uns in der Betriebsküche und da kam automatisch so ein Schwamm, so ein Radierer mit. Ist der hier auch dabei? Der ist hier nicht dabei, der wird auch nicht benötigt. Braucht man nicht. Das heißt, es ist Oberfläche, obwohl sie matt ist, sie kratzt nicht, oder? Exakt, exakt. Also total pflegeleicht. Also ich glaube... Wie ging das, dass es nicht kratzt? Ist eine spezielle Oberfläche von... Du siehst keinen Kratzer hier. Also bei mir das ist von der Firma Phoenix. Ja. Und wenn einmal ein richtiger Kratzer reingeht, lässt sich das auch wieder rausbügeln. Okay. So ist uns das erklärt worden und auch gezeigt worden. Das Hightech. Bevor wir die Sachen eben so bestellt haben. Krass. Inklusive den lederbezogenen Himmel. Nein. Dann die Spots drinnen. Warte mal, gerade lederbezogen, ich muss das anfassen. Ja, genau, das ist ja Haptik. Ja. Das ist lederbezogen. Ja, ja. Was hat das für einen Sinn? Dass man es ganz fein abwischen kann und auch beim Kochen Fett oder irgendwelche Sachen ist total pflegeleicht. Wir haben auch Leder am Boden, also nicht nur an der Decke, sondern am Boden. Das ist klar. Das ist ja noch pflegeleichter, weil die allerstärksten Bergschuhe sind ja aus Leder gemacht. Mhm. Oder Schürzen oder Schweißhandschuhe ist alles aus Leder. Motorradanzug und.
Also wir müssen einfach ein bisschen wieder nachdenken, was können die Produkte? Warte, ich zeige euch mal ganz kurz. Ich darf euch ja mal kurz zeigen. Bitte, gerne. Mein Sohn ist nicht dabei, du bist wahrscheinlich 11. Er spricht Englisch. You are 11 years old? You're from Belgium. You're from Belgium? Yes. You speak Flams oder? Ja, Flams. Sprach Nederlands. Niederlands, ja. Okay, ich nicht. Doch ein bisschen, ja. So, das ist so. Ja, schön, fine. You speak a little bit English? No. A little bit. What is your age? Me. Your lift age. 11. That's what I thought. Yeah, 11 years old. Very good. And you like this car a lot? Yes, of course. Why? Because we are watching already some years for it. And now we are lucky to visit one. It is very important to see the things, to touch the things, to talk to the people who own these cars. Huh? Yes, it's of course it's like that, and it's also you feel it's warm, it's very cozy. It's a car never go home. Yes. You want to stay in it, I believe. So, Sie wollen nie mehr nach Hause gehen, haben Sie gesagt. Das ist total gemütlich mit allem drum und dran. Ich zeige euch mal gerade hier in der Sitzecke, da passen locker 6-8 Leute hin. Dann habt ihr vielleicht noch so einen Hocker davor, können noch 2 Leute hin. Genau, also zu 8 haben wir gestern mal dran gesessen. Kein Problem, man hat sich nicht eingeengt gefühlt. Es war sehr, sehr gemütlich. Und was ich so wichtig finde, ist es trotzdem ein angenehmes Raumklima hier drin. Okay. Das meint nicht das Gefühl, man muss jetzt unbedingt Fenster, Türen und was aufreißen, wie man es halt eben aus klassischen Bauten kennt. Ich hab's befürchtet. Ihr habt auch drüben, habe ich eine Besonderheit gesehen. Da will ich aber da noch nicht vorgreifen, nicht spoilern, was wir gerade haben. Denn da oben, das ist ein bisschen geöffnet, wie ich schon jetzt sehe, oder? Sehe ich das falsch? Das ist korrekt, das ist unser Hubdach. Mit Fliegengitter. Aktuell mit einem Moskitonetz mal drin, super did schnell. Did you see this already? Yes. You saw it. Genau, so innerhalb von 2-3 Minuten selbst montiert, hat den Vorteil, man kann halt eben einfach je nach Mückenbedarf die verschiedenen Netze verwenden, also wirklich einfach genial. So, und das Ding ist richtig zu, wie ich gehört habe, ist entgegen der Fahrtrichtung, das heißt, es stellt sich nicht so einfach auf. So, das Hubbett kann bleiben, wo es ist, theoretisch? So ist es, ist selbsthemmend und kann bis zu 300 Kilo wieder an die Decke fahren. Also man kann oben frühstücken, man kann oben im Freien schlafen, wenn das Dach natürlich offen ist. Eine Frage, es stoppt, wenn jemand drin ist? Was, bitte? Es stoppt, wenn jemand drin ist? Es stoppt, ja. Ja, es stoppt. Das heißt, es merkt, wenn jemand drin ist. So ist es, ja, genau. Dankeschön, weil ich habe schon den ganz wildesten Horrorfilm, wenn die Kinder spielen und das kleine Kind ist oben, da habt ihr eine Sicherheit eingebaut. Ja, genau. Super. Ist eingebaut. Dankeschön. Sehr gerne. Wir verwenden eigentlich hauptsächlich Naturmaterialien. Das ist eine Rosshaar-Matratze. Die Rosshaar-Matratze wurde in Vorarlberg produziert, in fünfter Generation schon. Antibakteriell? Es gibt keine Milben drinnen, weil es mir ist es erklärt worden, es ist ein kalter Eiweiß und deswegen ist es antibakteriell und kann auch keine Milben oder solche Sachen speichern. Sorry. Und die Matratze kann immer atmen und man schläft richtig elegant drauf. Aber da darf ich mal ein ganz kleines bisschen mal drauf gucken aufs Bett, weil ohne dass ihr hier alle sterbt, if you could take down your head for 10 seconds, then I just show the bed. Das ist ja riesig, das Bett, oder? Absolut, also es ist 2,40 Meter mal 2 Meter, also knapp 2 Meter, aber dadurch, dass es quasi frei hängt, hat man einfach nochmal auf jeder Seite 10 cm mehr. Ja, das total Geniale hier ist, dass das Fahrzeug zugeschnitten ist jetzt für 2 Personen? Genau, wir haben es für 2 Personen plus einen großen Hund, der da entsprechend liegt. Die Köpfe rein. Das heißt, man könnte jetzt sogar schon hier schlafen, die Höhe ist ja ordentlich. Unten könnten jetzt kleinere Personen noch ein bisschen... Auf jeden Fall, oder man kann arbeiten, es ist ein Datending verlegt, USB-Stecker für sämtliche Ladegeräte und und. Cool, so, fahr wieder hoch. Wie schläft es sich auf dem Rosshaar? Traumhaft, also es ist wirklich wie auf Wolken. Man hat einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl im Sommer wie im Winter. Sag mal, ich darf dich mal was fragen. Du bist Handwerker? So ist es. Du hast eine Wirtmütze an. Das ist das Erkennungsmerkmal von dem Herrn. Ja, das war so. Bei mir ist ein Wirt Außendienstmitarbeiter gekommen. Das ist unser Berater der Firma Wirt. Und da hat er mir Kappen gegeben. Eine Kappe, genau. Ja, okay. Und dann habe ich gefragt, ob ihm das keinen Spaß machen würde, bei uns zu arbeiten. Ja. Weil er war sehr engagiert und hat uns wahnsinnig gut beraten. Er sagt, momentan geht es nicht, er muss noch sein Studium fertig machen. Aha. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ein junger Bursch von den Bergen, der was nebenbei ein Studium macht und arbeitet hart bei der Firma Würth, der ist gut. Der ist gut. Und er kam zu dir? Er kam zu mir. Und jetzt steht er da, das ist der Herr Sebastian. Du bist das. Servus. Okay, das heißt, er wirbt gerne Leute ab.
Also er hat ein Potenzial erkannt und ich bin sehr dankbar, dass ich heute da sein darf, weil wie man sieht, wir haben alle gut Platz und wir haben alle ein Lachen im Gesicht, es macht Spaß. Und es war auf jeden Fall für mich die richtige Entscheidung, zur Zirnbox zu gehen. Meine Frage, du kommst aus Österreich, hast du jetzt einen Doktor oder einen Magister? Ein Master. Ein Master, ist ja doof. Weil, ich sag mal, hier in Österreich Doktor und Magister kriegt man ja eingetragen direkt, auch in Personalausweis. Master auch? Ich könnte man nachtragen lassen. Echt, der Master auf was bist du? Master of Science. Of Science, für? Ja. Marketing und Vertriebsmanagement. Ich hab's gedacht, ja. Die ganzen Leute. Normalerweise immer in weiblicher Hand, muss ich sagen. Ja, die meisten Frauen, aber jetzt mal ein Mann. Sehr schön. Ja, also zwei Personen bedeutet, ihr habt hier zwei Schlafplätze plus Hund. Der Hund schläft wo? Gerne auf, wie man bei dem Chef-Chef-Hund sieht, quasi auf der Liegefläche. Ist das deiner? Das ist der Hund vom Chef. Chef der Hund. Von Christian. Und alternativ, unsere liegt Opa. Quasi. Boah, ist das ein Teil. Hier entsprechend drauf. Genau, das ist die Rana. Die Rana wiegt. Die wiegt wie viel? Die wiegt 52 Kilo aktuell, ist aber noch im Wachstum. Ich verstehe. Das heißt demnächst 70? Nein, also wir hoffen, bei 56 ist Max Schluss. Genau, das ist nämlich in der Schweiz, ist das die Einreisegrenze für Hunde. Das ist ein richtiges Gerät, aber da fühlt man sich auch wohl. Der ist ganz lieb? Der ist ganz lieb, ein riesiger Kuschelhund, passt aber auch ordentlich auf die Zirbenbox auf. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, egal wohin. Das sind so Details, sage ich mal. Das könnte nun wirklich original in der Skihütte sein, beim Anton. So ist es. Es ist ein Lohnstoff, wieder aus der Steiermark, aus Österreich. Mit den Ziernähten kann natürlich der Kunde auch wählen, verschiedenste Ziernähte. Auch die Stoffhabe auch? Kann auch wählen, natürlich. Aber das Grün ist schön, oder? Ja. So, das heißt, die haben alle grünen Stoff hier? Nein, haben sie nicht. Also normalerweise ist es Schladminger Lohnstoff, also Schladminger sagt was aus, das ist ein grau gespreckeltes Material, extrem widerstandsfähig, kann keinen Schmutz aufnehmen. Sag mal hier, der Riesenvorteil von der Rundsitzgruppe ist natürlich der Ausblick. Das heißt, du bist über allem, du verschenkst den Platz nicht durch das Hubbett, ist auch selten in der Größe, dass die Leute Hubbetten haben. Das heißt, du hast ein kurzes Fahrzeug, nehmen wir an, unter 10 Meter? Genau, also 8,30 Meter in der Gesamtlänge. 8,30 Meter? 8,30 Meter. Du willst 8,30 Meter? 8,30 Meter, solches. Ich bin geschockt. Wir haben hier viel Platz und auch hinter mir ist noch viel Platz, den dürft ihr euch dann gerne anschauen. Da ist sogar Technikraum auch verbaut. Warum ein Technikraum? Der Technikraum hat elektronische Bauteile, das sind Trafos. Ja. Und die Trafos sollen weg vom Schlafraum sein. Vom Zirnholz. Durchs Zirnholz sind sie natürlich gekoppelt, entkuppelt. Aber es geht ja um unsere... Das war Spaß. Ich wollte nur gerade... Also das heißt, ihr habt die elektronischen Bauteile, die strahlen, möglichst weit weggeholt vom Schlafzimmer. Genau. Man kann es wahrscheinlich auch stromlos schalten alles. So ist es auf jeden Fall. Das geht alles von da aus. Also nichts irgendwo im Ding, sondern es geht alles von da aus. Mastervolt. Und da sieht man Mastervolt. Das ist Whisperpower Stromgenerator. Stromgenerator. Der ist 24 Volt? Oder? Nein, ist 220 Volt. Boah, der ist ja teuer. 230 Volt. Der kostet 12.000 Euro, so ein Ding. Langt nicht ganz eingebaut, da kommt er teuer. 15. Der ist ölgekühlt, ist eigener Ölkühler am Fahrzeug, Rahmen verbaut, mitverbaut, und eigene Auspuffanlage. Lass mal legen, der macht 15 Ampere? Macht 16 Ampere. 16 Ampere. 16 Ampere. Bei 230 Volt. 230 Volt, also da geht schon was ab. Der ladet anständig rein. Anständig ist untertrieben. Ja. So, dann vielleicht ganz 3,5 kW. Ein Highlight, wo ihr ein Riesending da erfreut damit habt, das sind unsere Verschlüsse. Selber entwickelt. Und allein, wenn man probiert, die zu öffnen, die gehen nicht auf. Da kannst du reißen, wie du willst. Okay. Sie schauen, wenn man will, aber ganz einfach auf. Ah, da ist das ein ist kleiner. Gewesen. Ja, genau. Da. Och, wie billig. Ja, genau. Aber es funktioniert so gut. Genau. Ja. So wirksam, man geht nicht kaputt. Wir haben es patentiert. Es war noch nie gemacht worden. Früher war es aus Holz einmal bei Stalltüren. Und genau da kommt das Ganze her. Genau, das ist nämlich die Tür, wenn die Katze auf dem Bauernhof hinter der Tür ist und platt ist, dann... Ja, okay. Wenn man genau hinschaut, sieht man natürlich, da ist Zirnbox reingelasert. So, just a little question. Did you understand anything of German? Yes. Yes, because Belgium, of Flams. In Belgium, it's the third language. The third language, so... Yeah. And do you understand things he said? Yes. Also with the accent? No problem. So with the accent, yes. Mein Gott, die verstehen alles, das muss man vorsichtig sein. Da haben wir noch so einen kleinen Highlight. Wie es früher bei der Mama war. Bei der Mama. Eine ganz normale Besteckschublade. Ja, so. Mit dem Schalter, was kann der Schalter? Ah nee, das ist die Sicherung. Okay. Die senkt dann natürlich ab in die Lümmelstellung oder in die Chillwiese. Elektrisch? Elektrisch, ja. Elektrisch, okay, das heißt, ihr könnt immer... Relativ alles massiv gebaut, in hohem Massiv. Ein Bett bauen könnte ich auch. Genau so ist es. Schauen wir mal. Vorsicht, Beine. Ja.
If you say stop, we stop. Ja. Ja, sehr gut. So, was ich toll finde, sind so Kleinigkeiten hier, zum Beispiel hier die kleine Garderobe, das könnte nun wieder mal in so einem Restaurant sein, in der Hütte, in der Skihütte. So ist es, genau. Da haben wir es uns abgeschaut, wie es halt früher war. Ein Holzofen. So, das ist der Holzofen. Der sieht so klein aus, aber der funktioniert? Ja. Der funktioniert. Du kannst ja direkt drauf kochen. Wir haben unsere Schweizer Kunden, was hier Käsefondue drauf machen, direkt auf dem Ding, schieren sich das selber ein. Der ist so winzig, aber der geht. Ja, ja, der geht richtig. 37 kW. So, ja, sagen wir 3,7 kW. 3,7, das heißt, der macht Strahlungswärme, was ganz schön ist. Genau, überhaupt über die Abstrahlbleche, was wieder Naturmaterial ist. Du hast an alles gedacht, Abstrahlbleche, Strahlungswärme, genau. Feuerschein, dass du also hier Spaß hast, Käsefondue, ja, du hast Schweizer Kunden, ja, genau. Dann ein langes Ofenrohr. Das also lässt sich auch oben der Deckel von innen öffnen. Jetzt geht oben die Kappe weg. Okay. Ich finde das so genial. Ich bin so sprachlos. Also. Und da sind da alle Schubladen, sind alle in massiv zum Holz, alle gezapft, alle auf Naturführungen. Okay, nix Rollen? Nein, Rollen haben wir schon. Ja. Wir haben Rollen da. Okay, aus dem Schwerlass auszügen. Fast. Darf ich mal kurz reingucken? Ganz kurz mal. Ihr kennt ja meine Videos. Kenne ich nicht. Ja, ist nicht schlimm. Ich gucke mal. Nee, ich esse nichts, keine Angst. Ich will immer sein Kinder-Country. Dann Powerbar. Da ist aber ganz viel Kohlenhydrate drin im Powerbar. Ich habe die mal reingeguckt. Da ist nicht nur Eiweiß drin. Ja, ich mache es ganz schnell: die Nusskernmischung, Toffifee und After Eight. Ah, nee, feine Minze, die Kopie. Das ist ja der Edel-Nussmix. Ja. Den hat jetzt der Aldi auch kopiert mittlerweile. Ja, ja. Okay. Gibt es jetzt auch für 3,30 Euro statt für 6 Euro. Ja, der kostet nur 7,30 Euro. Ja, ich weiß. Hm. Gut, mach wieder zu. So, das heißt, ihr seid ganz normale Leute wie ich. Genau. Jede Menge Stauraum, dann habt ihr ein Vitrifrigo. Was ist das? Ja, doch. Ja, genau, der große 140er mit Kompressor, unten mit Getränke und Gemüse und innen drinnen mit Gefrierfach. So, du hast eben erzählt, hier ist das Neueste vom Neuesten verbaut, richtig? So ist es. So, da steht 150 drauf. Ja. So, entschuldige. Jetzt habe ich dich einmal. So, genau. Aber wir haben das Aggregat verbaut. An eine andere Stelle verbaut, das komplett entkoppelt ist. So, das heißt, das geht ja. Trotzdem, das ist Aufwand. Man muss dann nochmal neu befüllen, oder? Nein, das ist koppelbar. Koppelbar. Mit Schnellverschlüssen. Gut. Ja, wenn du mal kurz rein aufmachst. Ja, sehr gerne. Denn der ist größer als du. Das ist auch wichtig, dass man fährt. Ja, und wir sind ein kleiner Gefrierer. Ja. Ist auch schon gut gefüllt. So, das Hackfleisch drin. Dann zeige ich mal unten, das ist was ganz Tolles. Da ist die Getränkebox. Da geht es immer um den Verlust von Energie. Genau. Das ist hier so gering wie möglich. Du bist ziemlich glücklich mit dem? Absolut. Also ich liebe diese Schublade. Ist einfach alles gut verstaut. Es passt halt einfach unwahrscheinlich viel rein, obwohl er relativ schmal ja ist. Mhm. Wir sind jetzt seit 2 Wochen quasi unterwegs. Und du siehst, es ist immer noch zu essen da. So, und da ist die Schokolade natürlich gekühlt. Prima. So, dann, was ganz wichtig ist, ist natürlich die Benutzbarkeit der Küche. Das ist jetzt von der Arbeitshöhe für dich okay und dein Mann? Absolut, absolut. Also wir sind fast gleich groß und sind tatsächlich auch fast jeden Abend drin am Kochen, genießen das wirklich. Hier hat man einfach diese Arbeitsfläche, dadurch, dass die Induktionsplatten weggeräumt sind. Ich kann auch hier noch eine zusätzliche Arbeitsfläche reinhängen. Okay, erweitern. Damit ich es genau erweitern kann, ist es echt einfach super, wie zu Hause. Ich habe eine ganz kleine Bitte, Christian, wenn du mal gerade die Tür zumachen könntest. Ich will nur mal ganz kurz das Raumgefühl mal gucken, wenn die Tür zu ist. Weil die Echtglasfenster, wenn alle zu sind, ich habe es vermutet. Es ist so leise, oder? Ja, ja. Man macht einfach zu und man hat einfach die Ruhe. Und also Fenster ist offen und ich glaube, das Dach ist noch ein Spalt offen. Das ist leise. Gut, das machen natürlich auch die Echtglasfenster, die du hast. So, du hast mir erzählt, außen dieser Stoff hat eine ganz besondere Eigenschaft. Dann kannst du abstrahlen mit einem Dampfreiniger oder einem Hochdruckreiniger. Und die Bäume, die Äste, du siehst es nicht. Weil du hast mir erzählt, du bist überall durchgefahren. Du kannst also wirklich, ich habe vorne an der Stoßstange, da war ein ganz kleines Malheur dran. War nichts Schlimmes, war ein bisschen Lack. Aber das passiert ja dauernd, wenn du unterwegs bist. Du fährst ja mal durch den Wald durch und da sind nicht alle Äste unter 4 Meter. Genau, exakt. Also wir waren jetzt auch vor 3 Wochen im Offroad-Park, weil wir einfach mal gucken wollten, was kann er denn alles. Und wo? Im Fürstenforest, in Niedersachsen, im Offroad-Park, haben dort ein Training gemacht. Wollten einfach mal schauen, was er denn kann. Wir kommen halt eben aus dem klassischen Jeep-Bereich mit Offroad und haben gesagt, wir müssen auch mal
mit unserem Truck hier rein. Und wir sind durch den Wald durchgefahren, durch Strecken, wo man gedacht hat, da fährt man einfach nicht damit durch. Es sind überall rechts und links die Äste vorbei und wir sind dann ausgestiegen am Abend. Die Kollegen mit dem LKW haben gesagt, sie seien eine andere Strecke gefahren, an der Außenhaut sieht man überhaupt nichts und sonst hat man halt diese klassischen Schlieren, die man halt einfach irgendwo sieht. Die kommen dann und ich meine, es stört einen nicht, das ist natürlich Patina, aber wenn man nichts sieht, ist noch besser. Exakt, exakt. Und wenn man was sieht, tatsächlich Dampfstrahler oder wir haben halt eben eine Bürste, reiben einfach ein bisschen drüber und alles ist wieder weg. Ich zeig mal gerade das Lichtdesign, das ist wie in der Sauna. Das ist indirektes Licht, was du hast. Du hast ein Feeling hier, wie in einer Sauna. Also nicht von der Wärme her, die das Ganze ausstrahlt. Sag mal, das war deine Idee, die so zu bauen? Oder? Ja. Okay. Mhm. Und du machst das wie lange schon? 12 Jahre. 12 Jahre. Und der Grund ist das, warum ich es baue? Ja. Das ist, wenn man mit GFK Aluminium arbeitet, hat das gewisse Nachteile. Es sind Weichmacher in den ganzen Produkten drinnen. Die dünsten. Die dünsten aus. Man glaubt zwar, die Fahrzeuge sind neu, aber das ist Gift. Ja. Und es steht in jedem Datenblatt zum Beispiel drinnen, es sind Symbole drinnen. Wenn man richtig nachdenkt, denkt man sich, es kann ja nicht sein, ich will nicht in einem Kühlschrank wohnen. Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt importieren wir Erdöl, um solche Produkte zu produzieren. Und im Endeffekt nehmen wir das Holz halt zum Verbrennen. Dabei weiß man zum Beispiel beim Zirbenholz, was das alles für eine Eigenschaften hat. Und den nutzen wir halt jetzt damit. Okay, die Mama hat früher Zirbenholzkugeln oder Zederkugeln in den Kleiderkasten reingeben. Da ist die ganze Box mit dem Material gebaut. Was mir auffällt ist, wenn du hier ein bisschen drin bist, es wird weniger. Und wenn du wieder reinkommst, riechst du es direkt wieder. Ja. Das ist so, dann ist das Thema Lüften, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Jetzt hast du Fenster, willst du vielleicht zulassen? Wie wird hier gelüftet? Also das ist ja grundsätzlich atmet ja die Außenhaut einfach durch den Aufbau. Die atmet, genau. Also sind halt überall Lüfter halt eben eingebaut. Man ist so diffusionsoffen gebaut. Es atmet wirklich die ganze Zeit. Also du wirst auch jetzt merken, alle Fenster atmet. Und alle Türen sind zu. Wie denn? Durch die kapillarische Wirkung des Holzes. Ach, der Außen ist auch Holz? Ja, sicher. Der ganze Aufbau ist Holz? Ja, genau. Nee. Ja, genau. Und so können wir sicherstellen, dass das Ganze diffusionsoffen gebaut wird. Das heißt, der Wandaufbau ist das Holz und dazwischen drinnen ist 20 mm Jurtefilz. Und wenn man weiß, was Wolle, Filz alles kann, nur es entspricht halt keiner Norm. Sag mal, das hier ist ein Holzhaus eigentlich. So ähnlich, ja. Ich raff's langsam. Holz ist ein dauerelastischer Werkstoff. Man verwendet ja Holz auch zum Beispiel beim Morgen plus 8, beim Sportwagen, der hat ja heute noch einen Holzrahmen. Mhm. Ein Rodel, ein Ski, der jetzt kapiere ich das erst. Ich habe gedacht, außen wäre irgend so ein GFK-Alu-Gedöns. Nein. Ist nicht. Holz. Ist Holz. Genau. Und damit das auch nicht verwittert, habt ihr das drauf gemacht mit dem Cabrio-Zeugs, weil da hält es ja auch. So du kannst es austauschen nach 20 Jahren, wenn es immer schön aussieht. Nein, das verändert sich nicht, weil es gibt richtig edle Oldtimer, die haben das seit 50 Jahren schon drauf. Es ist ein Baumwollkauf. Baumwollgemisch und das ist UV-beständig. Und es ist seitlich, also es ist da nicht so ausgesetzt wie am Dach. Ja, so ist es. Das stimmt. So ist es. Komm, wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Der technische Bereich hinten. Ja, bitte. Ich will Technik, Männer. Ey, das Auto ist wie lang? 5,10 Meter ist die Kabine. Die Kabine und das Auto insgesamt 8 Meter? 8,30 Meter. Ich fasse es nicht. Genau, hier ist quasi der Durchstieg, das ist das Entree für unseren Hund. Einfach hier von der Seite zu drehen, von der anderen Seite dann zu schließen. Und hier ist dann vorne der Truck, das Fahrerhaus. Da geht quasi unser Hund immer durch. Wirklich absolut dicht, super System. Ihr habt jetzt keinen Fall ohne Bike. Bewusst, das ist ja ganz wichtig, wenn es schnell gehen soll. Du musst sie hydraulisch absenken, da willst du nicht nur ein Bike abschrauben. Exakt, exakt. Und vor allen Dingen, wenn man wirklich im Gelände unterwegs ist, durch die Verschränkung, der Bike springt mal ab. Man hat das Thema, wenn man sich einen Ast eingefangen hat, der hier runterknallt, hängt er auch irgendwie dazwischen und ist kaputt. Es ist also viel, viel einfacher, das so tatsächlich zu machen. Unter Lärm, habe ich gerade gehört. So, dann habt ihr natürlich eine DU Mini drin. Ihr habt noch eine bekommen. Ich wohne ja in Frankreich, da gibt es sie noch ab und zu. Genau. So, und das ist was richtig Tolles. 3 Kilogramm. Genau. Ihr habt sie schon getestet? Aufmachen. Wir haben sie schon mal getestet. Natürlich funktioniert tadellos. Ich liebe sie. Ja. Also gerade wenn man wirklich mal irgendwo und nirgendwo unterwegs sein will, man möchte die Möglichkeit haben, doch auch mal nochmal frische Socken zu haben, sollte man einfach. Ist kein Spielzeug. Also wird eingesetzt in Fernost, in ganz kleinen Wohnungen. Da kommt sie eigentlich her, 230 Volt. Verbraucht ganz wenig Wasser. 22 Liter. 22 Liter. Bei 60 Grad. Und man kann auch heiß genug machen. Und hat kein Beton und hat kein Betongewicht. Exakt. So, ihr habt Lithium. Wie viel habt ihr an Bord, Lithium? 400. 400 Ampere, 24 Volt. Also 800 quasi. 800 bei 12 Volt. Du sitzt auf den Batterien. Ich sitze gerade auf den Batterien. Ist ja schön warm. Aber man sieht so ein bisschen hier, ist türkis.
Genau. Die Farbe, ich mach's einmal weg. Genau, die Farbe von Makita, das heißt, da stehen ungefähr 12.000 Euro. In etwa, ja. Ja. Das ist aber Strom wie zu Hause. So, und ihr könnt die laden über diesen genialen 230 Volt Generator, den ihr an Bord habt. Das heißt, ihr braucht keinen Notstromgenerator, du lässt einfach nur ein bisschen das Auto laufen. Also wir haben einen Dieselgenerator zusätzlich einfach noch drin, weil wir ja, Diesel so oder so brauchen. Und ansonsten kann man natürlich über die Batterie über die Lichtmaschine laden. Sind zwei Mac Plus verbaut. Zweimal Kombi, ja. Zweimal Kombi, je 3,5 kW. Ja, zwei Kombis, zwei. CM60 Solarregler. Sag mal, da vorne, das sind Sicherungsautomaten? Ja. Wie cool, wie aus dem Schiffsbau. Und die 24 Volt, kommt aus dem Schiffsbau. Und alles hier gefräst oder was sind die Schilder? Ja. Damit die nie mehr abgehen. So ist es. Oh, du willst es echt wissen. 230 Volt Frostwächter. Sag mal, hier auch die ganzen FIs, die ihr draußen habt. Ihr habt auch FIs drin, wenn ich Strom von innen nach außen führe. Habt ihr sowas auch? Ist auch drin, ja. Ist auch drin, weil die müssen ja was ganz Besonderes können. Das ist cool. Also man muss auch sagen, nicht jeder kann das mit Mastervol. Das ist, ich sag mal, eine Sache, da musst du dich laufend am neuesten halten. Unsere Mitarbeiter gehen immer auf Kurs nach München, um die neuesten Sachen, beziehungsweise kriegen wir das alles mit. Das wird uns auch so präsentiert. Das kommt aus den Dienstmitarbeiter von der Firma Mastervolt. Da werden wir von der Firma Doma in Österreich werden wir da bedient. Toll. So, bitte nochmal schließen. Sehr gerne. Sonst werde ich zum Dieb und nehme mal zwei mit. Ja, man muss sagen, das ist eine Frage der Anwendung. Auf Kreuzfahrtschiffen findet sowas Anwendung. Da kannst du kaskadieren. Ohne Ende, du kannst nicht nur vier dran machen, wie das bei den meisten ist, oder drei. Du kannst da N dran machen, du kannst sie miteinander verbinden. Das ist, also gut, ihr merkt, ich bin Fan von Mastervolt. Was ist da drin? Was ist das denn? Warte mal, lass mich raten, sag nichts. Ich kann lesen. Da, ja klar, warte mal, Warmwasser. Das ist die Wasserverteilung. Absolut. Absolut. Hier unten siehst du halt die Frischwassertanks rechts und links. Man kann es halt eben separat Ich mach mal so, dann kann man sogar lesen. Und schließen. Man kann halt eben auch beide, wenn sie geöffnet sind, entsprechend die Entleerung einleiten. Und hier oben hat man halt eben entsprechend die Warmwasserkreisläufe. Christian, du kommst echt aus Österreich? Weil das ist so absolut perfektionistisch, ja. Weil die sind ja immer so. Das passiert im ganzen Team, nicht nur bei mir allein. Ja. Das Team ist da mitverantwortlich. Ich glaube, das sind viele Leute, oder? Bei euch? Ja, so viel sind wir auch wieder nicht. Und wir sind 12 Leute und haben um uns selbstständige Betriebe. Jetzt mal eine Frage: Ihr seid eine Manufaktur, ihr baut wie viele Autos im Jahr? Sechs Stück große. Sechs Stück. Und von den kleinen, das fangen wir jetzt neu an: Das sind 3,5 Tonnen und 7,5 Tonnen. Ach, für Leute, hast du immer erzählt, die auch ein kleines haben wollen? Genau. Mhm. Und wo sie ihr Fahrzeug selber gestalten können. Und das kommt nächstes Jahr auf der Messe neu auf den Markt. So, also, das ist genial. Dann, wenn du mal so nett bist, jetzt ein bisschen eng, aber man ist ja auch nicht mit drei Leuten im Bad. Du hast ein Raumbad hier drin. Du benutzt den Durchgang, den man normal nicht braucht, als genau. Raum. Was war da oben nochmal drin? Ich habe es ganz vergessen. Da sind Stauräume. Ich lege mich mal nach hinten. Ach, zum Ziehen. Da ist halt der Dyson. Exakt. Perfekt für Hundehaare. Cool. Ein spezielles Toilettenpapier. Das feine Toilettenpapier, ja. Für feine Ärsche. Verstehe ich. Das wärst du genau. Nicht. Kein Platz verloren, super verstaut, hält einfach Bombe. Sag mal, warum habe ich noch nie was davon gehört, von dem Zirbenmobil? Weil man wahrscheinlich nicht so viele sieht, oder? Es fahren etliche davon unterwegs, also ich glaube 20 nur momentan, ja, also allein hier stehen ja... 35. Okay. Aber wir machen keine Werbung. Aber wir sind mal. Nur auf der Messe vertreten und mit uns, mir macht das Ganze Spaß. Ja. Und wir sind ausgelastet, wir sind 3 bis 4 Jahre ausgebucht. Mhm. Also, sag mal, ist ja klar, wenn 35 fahren, das ist ja schon ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen, aber wenn man sowas fährt, man sieht dann zufälligerweise immer Leute mit Zirbenmobil, oder? Gibt es da so eine WhatsApp-Gruppe, wo ihr euch ein bisschen austauscht? Wir haben tatsächlich eine Gruppe, wo wir uns immer wieder austauschen. Man trifft sich auch immer mal und ja, also hier jetzt erstmal mit 4 Fahrzeugen. Ein fünftes war heute auch tatsächlich nochmal vorbeigekommen. Das ist neu für dich, oder? So viele Zirbenmobile auf einmal? Ja, aber ich muss sagen, wir waren letzte Woche am Bodensee und dann hat jemand mit dem Fahrrad, mit dem Hund angehalten und hat gesagt, ich kenne noch jemanden, der hat auch so eine Zirbenbox und ja, so ist man sehr, sehr schnell im Gespräch. Das und ist ja leicht abwertend, Zirbenbox, weil das ist so ein bisschen, aber es ist, ich habe es jetzt verstanden, das heißt ist außen, ein lieblicher Kursename, ja, außen Holz,
Das heißt, Innenholz, das ganze Haus atmet, ich nenne es mal Haus. Genau. Du hast ja das Fahrerhaus, was du nicht siehst, deswegen wirkt es so ein bisschen wie eine kleine Wohnung, sage ich mal, oder? Genau, genau. So. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, in einem kleinen Mobil irgendwo drin zu sein, sondern tatsächlich in einer schönen Hütte. Ne? So, du hast Strümpfe an, deswegen würde ich dich mal bitten, diese Tür zu schließen. wir werden uns morgen mal auch mal so ein Scania angucken, das Fahrerhaus. Du darfst gerne rauskommen. Ich darf rauskommen. Ich brauche dich. Ich dachte, ich müsste schon irgendwie. Ich brauche dich, I need you. Denn du musst jetzt mal kurz in die Dusche, bitte nicht Wasser anmachen. Tankvolumen, was hat er? Circa 400 Liter. 400? Auf zwei Seiten verteilt, 100 und 300 Liter. Genau. Also ich kann mich ohne Probleme hier in der Dusche drehen, bewegen. Habe auch hier einen super coolen Duschkopf, weil uns Wasser eben auch einfach wichtig. Und? Genau. Zum einen das und zum anderen möglichst sparsam auch zu sein, wenn man wirklich auch Tag mal unterwegs sein will. Also das heißt, der funktioniert halt eben nur über Druck. Mhm. Ich habe gestern mal eine heiße Dusche nach einem kalten Tag auf der Messe gebracht, hat 8 Liter gebraucht. Und wenn ich normal schnell dusche, 5 Liter, also wirklich super sparsam, kriegt man mit einer normalen Brause echt nicht hin. Wie wird das aufbereitet, das Wasser? Was ist da für eine Heizung? Wir haben hinten dran quasi hinten das Wasserfilterungssystem und die Heizung funktioniert auch, glaube ich, über Diesel. Genau, wir haben zwei Webasto Diesel oder Ebersbecher Dieselstandheizungen. Mit einem Wärmetauscher? Wasserheizungen verbaut, wir haben einen Boiler mit 22 Liter. Okay. Den Boiler können wir elektrisch beheizen, der funktioniert aber nur, wenn man am Landstrom hängt. Ja. Man kann es manipulieren, dass man auch über die Batterie. Wechselrichter, ja. Genau, über den Wechselrichter läuft. Beziehungsweise wir schalten nur die Wasserstandheizung ein, um den Boiler zu erwärmen. Das können wir alles steuern. So, und das hält ja relativ lang, oder? So ist es. Ja. 2 Tage reicht es aus. Man schaltet mal wieder mal kurz die Standheizung ein. Ich mache das auch so. Gut, ich habe jetzt alte Flow. Das verleitet zum langen Duschen. Das muss man schon sagen, weil das Wasser ist immer heiß. Ja. Aber gut, jetzt 400 Liter, wer sich auskennt, ein bisschen sparsam ist, da kommst du 2 Wochen. Genau, also je nachdem, ne, wie sparsam man tatsächlich ist. Also eine Woche geht auf jeden Fall, wenn man jetzt in der Kälte steht. Ich mag den Duschvorhang, weil die ganzen Leute kommen immer, wieso ist da keine feste Tür? Es gibt nichts Hygienischeres. Ist er irgendwann mal weg? Du kriegst von Apple und einen neuen, hängst den einfach rein. Ja. Es ist so genial. Die gibt es in 1000 Farben, Formen. Es klappert nicht. Es klappert nicht. Er zieht sich super schön an die Wand. Man hat einfach dann seine Ruhe. Er ist Anti-Schimmel beschichtet quasi auch, also das heißt, man hat echt wirklich keine Arbeit mit. Da vorne ist dann noch eine Entlüftung. Genau, den kann man quasi hinter dir, ist ein Schalter, um den entsprechend anzuschalten. Der saugt dann ab. Auch wirklich richtig gut. So, dann habt ihr eine Trenntoilette oder was? Wir haben keine Trenntoilette, wir haben einen Zarka drin. Ja. Mit einem Fäkalientank entsprechend und ja, hier halt eben einmal den Echo, ich sage immer für klein und für längeren Sitzungen. Ja, der ist für Echo und der ist halt eben entsprechend normal. Ich glaube, der Echo liegt bei so 0,6 Litern, die er braucht und normal halt eben bei so 1,5 Litern. Extrem ökologisch, denn das ist Gülle, die da rauskommt und das macht der Landwirt normaler auf unser Brot, zumindest mal als Weizen. Und dann habt ihr leider kein Waschbecken, aber muss sagen, die neue Version kommt mit Waschbecken, oder? Ah. fast. Hier haben wir unser Waschbecken. Scherz. Super prima, also ich wollte ein großes Waschbecken haben, das war mir wichtig, aber ich brauche eigentlich das Waschbecken nur morgens und abends. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, platzsparend ein großes zu verstauen, habe hier auch einfach nochmal zusätzliche Staumöglichkeiten. Boah, wie viel? Und Riesenspiegel. Wo wirklich einfach alles reinpasst, ein Riesenspiegel, ein super Licht, für halt einfach auch mal zu schauen, wie sieht man aus. Was ich krass finde, es flackert nicht. Ich habe in so vielen Fahrzeugen gefilmt, Pulsweiten modellierte Steuerungen flackern bei mir auf der Kamera. Hier flackert nichts. Das heißt, ihr habt eine ganz andere Dimmtechnik hier im Einsatz, die nicht flackert auf den. Es flackert nichts. Nee, also es ist immer ein wohnliches Gefühl. Man hat immer auch genau da Licht, wo man eigentlich braucht. Das ist echt. Ich suche schon irgendwelche Leuchten, die flackern, es flackert nichts. Das ist echt. Nein, du glaubst, ich zeig dir Videos, der kannst du nicht, dann habe ich den gebeten, das Licht auszumachen. Hm. Oder auf 100%, da flackert es immer noch. Und es gibt Leute, die sind empfindlich, die sehen das. Absolut, ja. Absolut. Hier ist einfach nur die indirekte Beleuchtung. Man hat aber genau an den Stellen, ne, wenn man jetzt da arbeitet, da ist Licht an. Wenn ich fertig bin mit Arbeiten, kann ich es ausmachen. So, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich habe noch. Na, ich habe noch 9% am Akku, wir können noch ewig filmen, aber... Es ist eine Dunstabzugshaube drinnen. Ja. Sag mal, die Fahrzeuge, du hast jetzt 5 Fahrzeuge hier stehen, sind die alle wesentlich unterschiedlich vom Aufbau, von der Länge und so weiter? Von der Länge auf jeden Fall. Ja.
Die, was wir da stehen haben, sind von 4,80 Meter bis 6 Meter. Ja. Und auf dem Scania, was wir draußen stehen haben mit der Doppelkabine, das ist ein V8-Motor verbaut, der hat eine Allison-Automatik drinnen, das ist ein 6x6. Man sieht das auch am Glas, hinterm Email steht 6x6 Schatzmeister drinnen. Mhm. Das zeichnet aus, dass es eben ein 6x6 Fahrzeug ist. Ich habe in Scania V8 habe ich gefilmt in Interlaken. Okay. Mit dem Mann Eisrohrtrucker, hat sich hinten drauf einen Tabat-Wohnwagen geschraubt. Richtig cool, ein richtig cooler Typ. Ja. Und ich habe den Motor angemacht, ich habe Gänsehaut bekommen. Okay, ja, so ist es ja. Ist sparsam, ja. Muss man schon sagen. Beim V8 weiß ich es jetzt nicht, der Kunde hat ihn jetzt erst neu. Bei diesen Fahrzeugen, wo wir jetzt drinnen stehen, die fahren einen Verbrauch zwischen 20 und 22 Liter für einen 13-Liter-Motor mit Automatik, schaltunterstützte Automatik, mit Retarder alles verbaut, mit einer Sicherheitskabine und. Also da spielt viel. Du musst hast Airbags und alles drinnen. Also ich meine, das muss man mal suchen, in einem Geländefahrzeug Airbags, auch Seiten-Airbags verbaut. Das ist ein Fahrzeug, normalerweise nehme ich mal an, ist das hier unterwegs auf Baustellen, kann man das sagen? Ist das ein 4x4 oder ist das ein... Ist ein 4x4 mit Untersetzung. Permanent Allrad mit Untersetzung. Ist aber jetzt nicht das Typische, wie zum Beispiel Arox auf der Baustelle unterwegs, 40 Tonnen und so. Das sind, ist nicht das Einsatzgebiet. Das ist der XD. Der XD ist für die Baustelle. Das ist ein XD, oder? Das ist der XD, wo wir jetzt drinnen sind. Ja, ja. Der A73. Ist ja klar. Das sieht man natürlich, da sieht man das XD, wenn man so eine Schale ausgibt, da sind sogar die Schalen auf XD gedimmt. Ja, ist ja klar. Ja. Scania XD. Es gibt eine riesige Fangemeinde Scania. Ich erzähle immer gerne die Geschichte und damit will ich euch dann Ruhe lassen. Ich habe als Kind bin ich auf den Schrottplatz gefahren und habe mir die Schlösser aus dem LKW ausgebaut mit Schlüssel. Haben sie mir geschenkt. Hab die an mein Fahrrad geklebt und habe immer Scania-Truckfahrer gespielt. Weil in den 70er Jahren, da wolltest du immer Scania-Trucker sein. Da war Scania die Marke. Gut, jetzt ist Mercedes-Benz, aber Scania zählt als Rolls-Royce unter den LKWs. So ist es, ja. So ist es nicht. So ist es. Also jetzt nicht Mercedes-Benz ist der Mercedes-Benz, sondern der Scania. Und du siehst das, wenn Leute aus Ostblock zum Beispiel fahren und die haben einen Scania, dann hast du Instagram-Fotos, du hast, ich sag mal, Sachen, die bauen die dann um. Die sind so stolz auf ihren Scania, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist wie ein Rolls-Royce. So ist es. Ich habe selber einen Scania gefahren, einen R480 mit 16 R20er Rädern drauf. Mhm. Und mein Traum war mal, ich will Paris-Dakar mitfahren. Und deswegen hat mein Fahrzeug 600 PS gehabt, hat eine Höchstgeschwindigkeit gehabt von 176 mit diesen XZL-Reifen drauf und habe das Fahrzeug dann gecrasht, weil es einfach, Erzähl, warum? Weil ich einfach zu dumm war und beziehungsweise das Ganze nicht so richtig im Griff habe ich schon gehabt, aber die Reifen haben es nicht gekriegt. Sag mal, ich habe eben noch einen kleinen Witz gemacht. Leergewicht 5,8 Tonnen, wo liege ich hier? Da sind wir jetzt, glaube ich, den Zulassungsschein warst du jetzt besser. Genau, 17 Tonnen ist jetzt zugelassen. Fahrbereit hat er jetzt so um die 14 Tonnen. Ja. Okay, also 3 Tonnen kannst du noch. Genau, können noch ein bisschen Schokolade essen. So, wir sind jetzt hier auf einer Messe, wo Leute auch schon mal fragen, was das kostet. Wo geht's denn los bei euch hier, so ein Fahrzeug? Also ich sag mal, jetzt hat das ja ganz viele Extras, ganz viel Lithium. Also netto von 300 bis ca. 600. 300 bis 600, also netto, immer noch bezahlbar, ja. Netto zu Steuer. Genau, weil ja unsere Kunden zu 80% in der Schweiz sind, die haben einen anderen Steuersatz. Ja. Deswegen reden wir immer von netto. Und so, wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein Angebot für gewerbliche Abnehmer. So, dann bist du nämlich raus aus der Nummer, ansonsten müssen wir den Bruttozahlpreis nämlich sagen. Netto zwischen 300 und 600, das ist eine Wertanlage. Es gibt keine gebrauchten Zirbenboxen im Moment. Ist nichts am Markt, es wird da absehen. Nichts am Markt kommen. Mhm. Also wir sind, wie gesagt, durch die Auslastung werden öfter gefragt, gibt es was Schnelleres, also dass wir schneller bekommen. Aber ich habe einen guten Tipp, wenn man eine haben will, bitte bestellen, weil dann dauert es nicht so lang. Ja, genau, das wäre wichtig. Aber man muss natürlich auch auf die Lieferzeiten der Fahrzeughersteller Rücksicht nehmen. Aber wenn man jetzt ein Fahrzeug bestellt, ist ein Jahr bis zu eineinhalb Jahr Lieferzeit nur beim Fahrgestell. Mhm. Und dann kann man es natürlich einplanen. Und so, ich gucke mal gerade auf die Uhr, 53 Minuten 41. Ja, schauen wir aus noch mal kurz, bis mit Licht ausschaut. Ja, komm, wir machen das mal. Ja. So, denn bisschen Romantik. Ja, total. Oh, die schaltet das junge Fahrzeug das Licht. Ist das hier genial mit der Terrasse? Dann diese Tür, die, ich glaube, als du die das erste Mal gesehen hast, hast du gesagt, das ist mein Auto, oder? Ja. Das fängt ja schon an mit der Tür. Ja, genau. Ich war schockverliebt. Ich war, habe den LKW gesehen, habe gesagt, es passt, es ist ein wahnsinnig harmonisches Bild. Und man sieht ja so ein bisschen den Aufbau, gell? Genau, das heißt, also hier ist das Holz, das Massiv. Genau, das Massivholz. Die Capri-Haut sieht man ja auch hier zwischendrin jetzt gerade. Dann sind die Aluprofile. Dämmmaterial aus Jutefilz. Das ist da drin? Genau. Okay. Genau, ich glaube insgesamt 6 cm, genau. Ne? Mhm.
Und das hat natürlich einen Dämmwert wie K. Ja. Egal. So, und das ist so, abends, wenn man rausguckt, dann der Eindruck, da sind keine Zusatzlampen dabei. Das ist alles von den Fahrzeugen. Ja, genau. So, und hier, das ist ja ein Teil. Schauen wir vielleicht ganz kurz um mich nochmal zu komm, den neuen Ofen. Den neuen Ofen. Du kommst mit, bitte. Ich komme gerne mit, ja. So, ich habe noch, guck mal kurz auf die Uhr. Was habe ich denn hier noch? 8% geht. So, und das ist diese, wie er den Hund da hochwirft. Das finde ich so toll. Das ist ein West Highland? Ja, genau. Ich hatte mal einen Kernterrier. Die sehen so ähnlich aus, ganz anderes Wesen. Ja, okay. Rattensuchhund. Aber er ist total lieb und herzig. Sieht schon an, wie sich die Kunden die Sachen einrichten, oder? Mit Fell, mit offenem Kamin. Also, ja. Schauen wir da schon. Das ist ja auch gemein. Das soll ja auch ein bisschen abverkauft werden. Fördern. Nein, bleib rein. Wohl bleib rein. Bonjour. Gott, schnell den Ofen. Ganz schnell. Ich mach das mal. Da vorne ist ein Eckofen. Ich filme euch nicht. Ein Großpudel, was ist das? Nee. Das ist eine Bestie. Eine Bestie. Kommt auch plötzlich. Oh, ist das süß. Der sieht aus wie ein Steiftier. Ja, ich rauch's mal fast. Ja, ist der klasse. So, Sehnsucht Afrika liegt drunter. Ich zeig's. Darf ich mal kurz zeigen? Einmal ganz kurz den Deckel. Das passt nämlich zum Auto. So, und da ist natürlich ein Kamin drin, das muss sein, ihr seid aus der Schweiz, nehme ich an. Da muss das sein, man kann oben drauf auch ein Fondue machen. So, kann man auch machen. Oh, ist das genial. Das ist wie in einer Skihütte. Ich darf euch ganz kurz mal zeigen, wie ihr hier sitzt. Das ist so genial. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Ihr seid nach einem harten Tag, weil die Leute haben viele Fragen, oder? Habt ihr Schweizer hier, die da sind? Wenig. Das heißt, ihr müsst immer Hochdeutsch sprechen. Genau. Das ist anstrengend, oder? Das ist sehr anstrengend. Ich hoffe, ihr habt schon mal ein Video von mir gesehen. Ich war ganz oft in der Schweiz in Interlaken, habe gefilmt, Wohnbusse. Müsst ihr mal gucken. German Television, einfach mal einschalten und dann Schweiz angeben. Naja, ihr könnt keine Videos von mir, gut. Das ist auch ein Schweizer Element. Muss ich mal da schauen. Was denn? Was ist das? Die Wurst? Was sind das? Ja, das ist zum Wurstschneiden. Schweizer Wurstschneidmaschine. Puralpina ist der Hersteller. Genau. Weil die Leute fragen immer direkt. Das heißt, da kann ich die Wurst praktisch enthaupten. Ja, genau. Und auf die Finger halt aufpassen. Habe ich noch nie gesehen. So, ich komme morgen mal zu euch. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Die Fahrzeuge sind alle sehr ähnlich, muss man sagen. Ihr habt schwarzes Polster jetzt verwendet. Und ein schwarzes Leder. Schwarzes Leder. Das mit dem Leder ist gut? Das ist hervorragend. Ja. Das ist hervorragend. Was hat das für einen Vorteil nochmal? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Der Hauptvorteil ist, im Sommer ist es kühl. Ja, und im Winter? Zu kalt, darum muss man diese Finken nehmen. Okay, verstehe. Aber er ist schön, gut zu reinigen. Er ist sehr gut zu reinigen. Ein wunderbares Material. So, jetzt, ihr seid ja grundsätzlich Schweizer, das heißt, ihr seid nur unterwegs im Sommer, richtig? Nein, sind wir nicht. Hoffentlich bald das ganze Jahr über, wenn er schon pensioniert ist. Okay, das heißt, Fahrzeug ist neu für euch? Anderthalb Jahre. Okay. Wir sind jetzt am Ende von 3 Monaten Nordspanien. Am Dienstag geht es wieder zur Arbeit und haben es einfach nur genossen. Sag mal, wenn du 3 Monate Spanien machst, du willst auch gar nicht mehr arbeiten, oder? Nein, auch nicht mehr nach Hause, weil das ist unser Zuhause. Also genau. Ist das auch nicht mehr nach Hause. Ich kenne nämlich ganz viele Leute, die da unten sind, die sagen, ey, das ist so herrlich. Ihr wart da auch zusammen mit anderen? Nein. Ganz alleine? Nein, unterwegs. Okay, das heißt, ihr müsst euch mögen ein bisschen, oder? Wir müssen uns mögen, genau. Wir zwei müssen uns mögen, ja. Oh, ihr habt ja noch einen Hund. Ist hier der Hund? Ja. Oh, ist der hübsch. Das ist der Popo. Was ist denn das für eine Rasse? Ein Labradudel. Ja. Ich habe die siehst du ganz oft in Amerika. Da werden die irgendwie verkauft, eigentlich an Leute, die den süß finden. Aber das ist ein richtiger Hund, den muss man halten können, oder? Ist so, ja. Genau. Ein Labradudel. So, das heißt, da wachsen die Haare, da kannst du gar nicht so schnell scheren, oder? Scheren schon. Er verliert keine Haare. Er verliert keine. Und dann kein einziges Haar. Mhm. Da siehst du kein Haar am Boden, nichts. Ja. Und das war die Voraussetzung von meiner Frau. Ich habe Windhunde, ich habe Windspiele. Da sind die Haare so klein. Die verlieren die, aber du siehst sie auch nicht. Ja. Das ist also auch, denn es gibt nichts Schlimmeres als das ganze Auto voller Haare, genau, oder? Genau, so ist es. So ist das. Ja. Auch bei Schweizern oder vielleicht im Käsefondue ein paar Haare. Ja. Tschüss euch beiden. Tschüss. Ich lieb das Hubbett hier oben drüber. Ich habe es eben noch gesehen, wir zeigen es jetzt nicht. Das ist gigantisch. Komm, wir gehen mal raus. Vielen Dank euch. Dein Name, Vorname? Florin. Florin? Und du bist sie? Barbara. Die Barbara. Und ihr liebt Afrika? Oder war das ein Geschenk zu Weihnachten? Das ist einfach ein Buch, das wir gerne anschauen möchten. Aber ob wir es je nach Afrika schaffen, wissen wir nicht. Aber soll ein spannendes Buch sein. Vielen Dank. Danke. So, Christian. Ja.
der Christian aus Tirol, die Anke aus Tirol, aus Tirol. Aus fast Tirol. So, das ist so und da gehen wir jetzt mal runter. Was ich auch cool finde, ist, dass du so nett warst und dir die Zeit genommen hast, denn das ist nicht alltäglich. Natürlich. Ihr baut nur auf Scania? Nein, wir machen jedes Fahrzeug. Vom Iveco, Mercedes, wir haben Mercedes Arox, Iveco Daily, alte Autos, Feuerwehrfahrzeuge. Es geht ja darum, wenn du jetzt einen Fuhrunternehmer hast, der nur Mercedes fährt, der wird jetzt kein Scania fahren. So ist es, aber ich glaube, wir können ihn auf Scania überreden. So, und da vorne, das ist eine Doka, habe ich auch noch nie gesehen. Da passen wie viele Leute rein? 11? Ich glaube, 8. 8? Ja. Ist aber jetzt wahrscheinlich 4, oder? 4, ja. Hinten kriegt jetzt noch 2 Drehsitze rein, zum ganz gechillt fahren. Ja, das sind auch totale coole. Guck dir mal den Himmel an hier drüber, das Blaue. Wenn du mal gerade hier durchguckst, Anke, schau mal kurz. Hier durch den Display von der Kamera. Ja. Wenn du mal gerade zu mir kommst. Nee, komm mal zu mir. Ja, 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 ja. Guck mal durch. Ist das nicht ein Bild? Oh ja, Wahnsinn. Guck mal, das Blaue wirkt noch viel blauer. Ja, ja. Und das Auto dazu. Und dann, sag mal, die Leute kriegen ja auch Schnappatmung, so wie du. Absolut, absolut. Also wir hatten schon mehrere, die einziehen wollten. Wir konnten gerade noch die Schlüssel behalten. Das ist echt, ja, wunderschön. Ah, ich habe, weißt du was, ich komme morgen nochmal. Christian, ich komme morgen. Christian, ganz kurz, ich brauche dich noch ganz kurz, wir müssen gerade einen Call to Action machen, dass die Leute wissen, wenn ich Interesse habe, habt ihr eine Ausstellung? Habt ihr einen Showroom? Habt ihr ein Büro? Ein Büro haben wir. Wir haben eine tolle Werkstätte, wir haben eine offene Werkstätte. Darf ich da hinkommen, nachdem ich angerufen habe? So ist es, gerne. Und jeder darf vorbeikommen und jedem wird alles gezeigt, auch wenn es der selber Bastler ist. Ihr seid wo? In Tirol, in der Nähe von Innsbruck, östlich von Innsbruck, ca. 25 Kilometer von Innsbruck entfernt, in der Nähe von Wattens. Da habe ich einen ganz guten Tipp, die Hofer Apotheke in Innsbruck. Kennst du die? Kenn ich auch, ja. Ja, ist klar. Da war ich nämlich mal. Ganz, ganz tolle Apotheke, die haben eine Schmerzsalbe. Die ist über die Grenzen von Innsbruck bekannt, wärmend und die Gelenke kühlend. Und da bin ich extra nach Innsbruck gefahren und habe diese Salbe gekauft. Okay. Ja. Was wir natürlich noch besser haben, das ist der Zirbenschnaps. Achso, der Wurm von innen. Genau. Da. Dankeschön, euch beiden. Ciao, ciao. Ciao. Servus.